Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Ihr seht heute wieder eine besondere Art von Video. Ich darf nämlich mit dem Tobi zusammen eine Runde spielen. Hi Tobi, schön, dass du da bist. Ja. Ja, ich freue mich auch. Ich habe die ganze Zeit eine Mücke um mich herum. Also nicht wundern, wenn ich hier die ganze Zeit komische Handbewegungen mache. Okay, Erstens schauen wir E4. mal. Ich glaube, wir spielen beide Karo Kann, oder? Ja, spielen wir beide. Das sieht mal Okay. gut aus. Ja, ich muss Ich muss auch ans so, Brett. ja. Ja, genau. Muss auch sagen, ich bin freue mich natürlich, wenn ich hier so mit einem FIDE-Meister zusammen eine Partie spielen darf. Da lerne ich bestimmt auch was. Ja, erstmal, was die Leute vielleicht auch interessiert, ja, was, also dein Chess.com-Rating ist ja komplett abgegangen. Wie viel hast du da aktuell? Ja, ich habe zurzeit 2730 im Blitzen. Also Schachmatt TV unterstrich Tobi ist ja der Account. Und so, ja, Rapid habe ich jetzt, spiele ich jetzt nicht so oft. Habe ich jetzt so 2-3, es geht sicherlich noch ein bisschen höher. Ja, wie kommt man zu 2,37 im Blitzen? Ich würde sagen, ich hatte ja schon ein Video dazu gemacht, was so die Blitztipps sind. Aber ich würde sagen, möglichst viel Übung, also möglichst viele Partien spielen bei meiner Medizin. Kommen wir gleich zurück. Nur C5 oder Läufer F5? Ja, es ist eine gute Frage. Ich spiele nämlich zurzeit beides. Also ich habe lange Läufe 5 gespielt, aber C5 habe ich mir angeschaut, Dann weil lass sich die uns Leute jetzt Läufer immer 5 spielen, weil ich spiele im Moment, also ich spiele auch beides, aber ich spiele mehr C5. Ja. Läufer F5, ja, ist, Okay. denke ich, theoretischer, oder? Ist viel theoretischer als theoretisch der beste Zug, glaube ich. Ja. Ja, krass. Also für mich auch absolut unbegreifbar, wie du es schaffst, da so, während du kommentierst, 2700 zu erreichen. Das würde ich jetzt mal auch so mich aus dem Fenster lehnen, ist auch im Vergleich zu deinem normalen FIDE-Rating, was ja auch schon extrem hoch ist, auch noch mal, also die meisten, die 2,7 haben, haben wahrscheinlich mehr FIDE-Elo als du, oder? Ja, ist wahrscheinlich tatsächlich so, aber man muss halt auch so sagen, irgendwie zurzeit spiele ich tatsächlich besser Blitz als Langzeit. Also ich weiß, woran es liegt, aber ich hoffe mal, dass Langzeit-Rating ein bisschen aufholt in nächster Zeit. Und daran arbeite ich jetzt natürlich auch gezielter. Aber es gibt natürlich auch immer so Leute, die auch keinen Titel haben und 2,7, 2,8 haben. Also nicht so häufig, aber das sieht man auch ab und zu. Also das sind sogenannte Blitzspezialisten dann, würde ich sagen. Okay, Okay, gib. E4. Okay, was würdest du hier spielen? Kennst du Ich Theorie? kenne Kennst Läufer D7 in dieser Stellung. du? Ah, okay, den spielst du. Du spielst Spiel mal Läufer. Läufer E4, F3, Läufer G6. Genau, das mache ich immer, ja. Dann lass uns da spielen. Läufer E4, Ich okay, glaube, F3. objektiv etwas genauer. Ja, Genau. ja. Also ich bin in dieser Läufer-F5-Variante. Ich habe sie gespielt, bin aber vor allen Dingen G4 ist jetzt auch nicht der Hauptzug, ist eher selten, würde ich sagen. Bin ich auch Ja. nicht so absolut fit. Ja, aber ich finde, also nochmal, noch mal riesen, riesen Gratulation dazu, dass du es zum Kommentieren schaffst. Also ich bin, war schon seit Anfang an bis heute und ich habe ja mittlerweile schon einige Videos gemacht. Ich bin da einige 100 Punkte unter meinem, da wo, unter meinem privaten Account, wo ich wirklich meine Haupteröffnung spiele und so und das ist crazy, dass du es schaffst. Okay. Also E6. Kann man nehmen, ne? Nee, hier kennst du dich nicht mehr aus. Hier Nee, gibt es noch übernehmen du mal die Theorie. Eröffnung. Okay. Genau, also hier gibt es, nehmen ist nicht so nach nehmen. Ich weiß gar nicht genau, wie es da weitergeht, aber das ist einfach, glaube ich, strukturell dann schlecht. Damit D6 kannst du spielen, das ist Theorie. Ganz klar der beste Zug. Und jetzt ist er gezwungen zu nehmen, ansonsten können wir den Bauern mit der Dame nehmen. Und ja, was die Idee, also, ja, Läufer schlägt jetzt. Genau, das ist eine Theorie schon. Jetzt wollen wir schnell E5 spielen. Mal schauen, ob er uns das erlaubt oder nicht. Also F4 gibt es hier zum Beispiel. Mal schauen, ob er den spielt. Interessant, ich hatte K4. Da ist es schon. Genau. So, jetzt muss man etwas umschwenken. Also ein paar Optionen. Man kann, ich glaube, H5 gab es so eine Partie von Carlsen, so eine Art Stellung, aber musst du jetzt nicht spielen. Man kann auch E6, C5, Springer C6 spielen. Was meinst du? Da vielleicht ein guter Plan. Auch G6 ist möglich. Ganz reichhaltige Stellung. Lass uns den Carlsen-Zug spielen. Okay, also ich weiß nicht, ob es diese Stellung war. Ich weiß nur, dass er gegen Tari bei einem World Cup mal so eine Stellung hat und irgendwann H5 gespielt hat. Aber ich weiß nicht, ob es genau hier war. H5 sieht doch logisch Kann ich mir aus, sagen. oder? Also, so Ja. aus.
Aus ja, meiner untheoretischen Perspektive. H3 funktioniert ja nicht. Wenn der Bau vorbeizieht, haben wir ein paar Felderschwächen. Weiß, genau, ist wahrscheinlich ist stehen, oder? Ich weiß gar nicht, wenn er stehen ist, hat er natürlich auch seine Schattenseiten. Dann kriegen wir vielleicht Schlagenläufer 5 Springer F6, schnelle Entwicklung hin oder so. Hm? Weiß nicht. Okay, er zieht durch. Ja. Hier ist wieder ein bisschen die Frage jetzt, ne? Was würdest du hier spielen oder was sind deine Gedanken? Also meine Intuition wäre jetzt wahrscheinlich Springer D7 in dieser Stellung. Springer D7, ja. Sieht schnell, logisch aus. Schnell entwickeln. Was machen wir mit dem Springer auf G8? Der lebt erst nach dem Zug E6. Genau, der muss auf jeden Fall nach F5 dann, denke ich. Mhm. Und wahrscheinlich der Läufer von F8 wahrscheinlich nach G7, oder? Mhm. Und dann ist nur noch die Frage, wie wir uns jetzt mit diesem Läufer auf F7, weil man könnte jetzt natürlich G6, E6 spielen, dann sieht er da ziemlich traurig aus. Ich glaube, das wäre nicht so. Oder denkst du, man sollte erstmal Springer D7 spielen und danach weiter gucken, was man mit den Figuren macht? Ja, lass uns so machen, oder? Ja, können wir gerne machen. Ja, das ist also hier so diese Läufer-5-Varianten. Da gibt es so 1000 Arten, wie diese Stellungen aussehen können. Also ganz häufig ist man, drückt man irgendwie so in so manch ein bisschen blockierteren Stellungen C5 durch. Aber hier, also diese Struktur gibt es, glaube ich, irgendwie gar nicht sonst, oder? Kennst du eine andere Eröffnung, die so eine ähnliche Struktur hat? So eine Struktur kenne ich keine, ne? Also das ist jetzt schon eine sehr spezielle, ja. Kommt, glaube ich, nur in dieser Variante aufs Brett tatsächlich. Ja. Hm. Ja, ich bin gespannt, was der spielt. Das ist eine interessante Stellung. Okay. Spielt den. Läufer hat drei, okay. Mhm. Ich glaube, man würde jetzt gerne Läufer E6 spielen, oder? Ich habe auch über Läufer E6 nachgedacht. Der wäre natürlich super, wenn der Läufer dann wegzieht oder wir tauschen, wäre der Hammer, dann Läufer G4, aber. Ich denke mal, auf Läufer E6 müssten wir mit F5 rechnen. Und vielleicht können wir das verhindern mit G6? Macht das Sinn? Mhm. Ja, ja, ja. Sollen wir spielen? Ich denke schon, ja. Okay, ja, G6 sieht hübsch aus, weil wenn wir es schaffen, diesen Läufer auf F7 abzutauschen, bevor wir E6 spielen, haben wir bestimmt einen kleinen Vorteil hier. Ja. Also wahrscheinlich jetzt einfach Läufer E6, oder? Mhm. Plant. Muss er tauschen? Das sollte ein sehr guter Tausch sein. Schach. Okay, hier sollten wir jetzt eigentlich, also wenn wir es schaffen, okay, wir haben ein bisschen Entwicklungsnachteil, aber wenn wir es schaffen, jetzt zu entwickeln, sollten wir sehr gut stehen. Hier König F2. Ich hätte mit Dame E2 gerechnet, bin ich ehrlich. Mhm, ja. Aber das Endspiel ist, glaube ich, ziemlich traurig für ihn. Mhm. Auch nicht so schlecht, aber. Okay, jetzt ein bisschen die Frage. Eigentlich sollten wir, glaube ich, relativ schnell den Springer nach F5 bekommen, um das Feld zu blocken, oder? Was nur so prinzipiell, also was ich mich jetzt hier halt frage, ist, der gegnerische König sieht schlechter aus als unsere, also zum Beispiel nach einer langen Rochade oder sowas, aber ob es Sinn macht, die Stellung zu öffnen, also ob man auf C5 hinarbeiten sollte oder ob das einfach hier in der Stellung, ob wir nicht einfach schon strategisch so gut stehen mit dem Feld F5, mit der F-Linie, ob wir jetzt möglichst schnell uns fertig entwickeln sollten. Ja. So, ja, ich glaube, es gibt zwei Pläne. Ich glaube, es gibt zwei Pläne. Ist nicht ganz klar, was der beste ist. Also entweder, wie du sagst, Läufer G7, C5, lange Orade. Oder man spielt sowas wie Dame D6, E6, Läufer G7, Springer E7, kurze Orade. Das ist, glaube ich, auch möglich. Sollen wir die entspanntere Art und Weise wählen mit Dame D6? Unklar, ja. Also, wie würdest du jetzt in der Partie entscheiden, was du spielst? Ja, ich würde hier, okay, wenn es eine klassische Partie ist, das ist, glaube ich, eine kritische Stellung, wo ich länger reinschauen würde und dann ein bisschen tiefer rechnen würde. Läufer G7 und dann noch gerade C5. Okay, würde ich jetzt halt anfangen zu rechnen. Läufer G7, Turm E1, damit D6 zum Beispiel. Was hat er dann für Optionen, schaue ich mir dann an. Vielleicht Läufer E3, lange auch gerade. Vielleicht damit D3 ist eine Option für ihn. Ja, und dann C5 hat halt so auch den Nachteil, dass wir uns ein bisschen öffnen. Und dann versuche ich halt, das so wäre jetzt so meine
grob meine Gedanken und dann würde ich versuchen abzuschätzen und es zu vergleichen mit zuerst damit D6, E6 und so weiter. Okay, aber so eigentlich ist doch damit D6 ein sehr logischer Zug, weil Turm E1 kommt sowieso an irgendeinem Punkt und so werden wir flexibler. Das stimmt. Also zu dem, das stimmt. Ja, da hast du recht. Das ist so oder so auf jeden Fall sinnvoll. Es gibt ja dieses Prinzip, also muss ich dir nicht erklären, aber eher den Zuschauern, dass man Figuren oder dass man Züge, die man sowieso spielt, zum Beispiel wenn in der Öffnung ein Springer nur ein Feld hat, dass man die häufig erst spielt, um mit den anderen flexibler zu bleiben. Aber ich glaube, in der Stellung wird der Läufer auch immer nach G7 gehen und der Bauer immer nach E6 und der Springer immer nach E7 und dann nach F5. Jetzt spielt es gar keine so große Rolle. Was hältst du von dem Feld E5? Das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. So Springer E5. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ja, das habe ich mir auch angeschaut, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, weil ich würde den direkt raushauen immer. Mhm. Und quasi argumentieren sich die weißen Felder hier strategischen Vorteil auf den weißen Feldern. Okay, Springer E5, Springer schlägt E5. Okay, es kommt Dame D3, macht Druck auf den Punkt G6. Der ist aktuell noch gedeckt, aber vielleicht mal Springer H4. Ja, genau, das ist so ein bisschen die Frage gewesen, was hier los ist. E6 können wir jetzt nicht spielen. Ja. Wie entwickeln wir uns? Springer H4, Springer H4 könnte schon etwas nervig sein. Okay. Okay, es gäbe nur so als Idee C5, aber wahrscheinlich kann Weiß einfach stehen lassen und wir gewinnen dadurch wenig. Wobei, vielleicht hat C5 die Drohung, C4 zu spielen. Jetzt gleich C5. C5 und wenn wir nochmal ziehen dürften, C4 und die Dame müsste runter von der Diagonale. Aber C5, C3. Weil auf C5 nehmen kommt, Springer schlägt. Ah, Dame B5 Schach vielleicht. Aber ich meinte wegen Springer E4 Schach, aber vielleicht bin ich da. Ja, aber C5, C3 vielleicht, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir relativ schnell uns entwickeln sollten. Irgendwie. Okay, aber siehst du einen Weg, eine mögliche Entwicklung? Sagen wir mal, wir spielen Läufer G7, dann ist Springer H4 unangenehm, oder? Mhm, genau. Okay, vielleicht geht dann König F7. Ja, aber dann F5, glaube ich. Also. Mhm. Sieht ein bisschen gefährlich aus. Okay, man könnte auch Läufer G7, Springer F4, Springer F8 spielen. Mhm. Weil unser Ziel ist eigentlich nur Läufer G7, E6, Springer E7, Springer F5. Wenn wir das hinkriegen, stehen wir bestimmt gut. Ja, dann stehen wir gut, ja. Sollen wir das jetzt machen? Halt schauen, aber Läufer G7, Springer F4, was machst du dann? Springer F8? Oder? Ja. Und dann F5 wieder, bin mir nicht ganz sicher. Sieht ein bisschen gefährlich aus, oder? Ja. Ja, und deshalb zuerst würde ich lange hoch hier. Oder was? Ja, aber auf lange hoch hatte auch Springer H4. Okay, was? Du willst Bauer H4 spielen? Ja, ich würde tatsächlich zu dem Zug tendieren. Okay, let's go. Gerade. Bisschen, weil wir jetzt schnell spielen müssen, deswegen. Mhm. Könnte sein, dass ein bisschen ungenau gespielt haben, wahrscheinlich, aber sollte kein Weltuntergang sein. Okay, Turm E1. Ja. Ja, aber jetzt droht da irgendwas, jetzt die Frage eigentlich nicht. Oder? Sehe nichts. Vielleicht ist Springer E5 jetzt stärker. Weil, ja, weil aber dann, mit dem also wenn wir Läufer G7. Ah ja, Läufer G7. Aber Läufer G7 ist dann, ne? Ja, ich denke auch. Mhm. Bisschen Zeit sparen. Ja, droht nichts. Genau, und jetzt ist der Plan, denke ich. Sowas wie lange Rochade, Springer F8, E6, Springer E7 wahrscheinlich. Warum willst du nicht direkt E6 spielen? Weil dann G6 hängt, deshalb musst du zuerst entdecken. Ah, okay, ja. Mhm. Mhm. Wie schätzt du die Stellung ein? Oh, sehr unklar. Wahrscheinlich stehen wir ein bisschen schlechter. B3 Läufer A3 als Idee? Ja, aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir können trotzdem lange Rochade spielen, weil dann hängt der F4. Okay. Wahrscheinlich stehen wir ein bisschen schlecht, aber das ist relativ normal in den Stellungen. Also ist kein Weltuntergang. Ja, wenn wir es schaffen, uns einmal gut hinzustellen, glaube ich,
glaube ich, gibt es viel Potenzial. Ja. Okay, er spielt den. Ja, seine Züge sind machen Sinn, aber sind auch nicht so extrem zielstrebig. E6? E6, Dame G6. Kann man nicht spielen. Immer noch. Springer F8. Ja, wahrscheinlich zuerst Springer F8 und dann G6. Was machen wir auf F5? Ja, F5. Schlagen und E6, dachte ich. Sieht irgendwie gefährlich aus, aber vielleicht kann man den Laden zusammenhalten. Sieht gefährlich aus, aber ich sehe auch die Frage, was man sonst spielen soll. Ja, also wenn er 5 spielt. Ja, ich glaube, es ist gar nicht. Okay, ich glaube, so eine Stellung sieht gefährlich aus, aber ich glaube, es ist nicht so gefährlich. Wir können auf F5 auch schlagen, damit D7 spielen. Also sieht gefährlich aus, aber ich weiß nicht, ob es wirklich gefährlich ist. Und wir pushen an irgendeinem Punkt, wenn der 5 gespielt wird, wenn wir den rausnehmen, wahrscheinlich mal selbst E5, oder? Ja, genau. Oder versuchen, das G6-Feld irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Sowas. Und auch die F-Linie schwächt. Also F5 ist schon, muss er sich ganz genau überlegen. Und ja, wenn wir jetzt E6 und so hinbekommen, sieht das gar nicht so schlecht aus. Okay, A5 sieht eigentlich ziemlich langsam aus. Ja. Müssen wir A6 spielen oder nicht, wäre jetzt die Überlegung, die ich jetzt hätte in der Partie. Ich glaube eher nicht, oder? Ja. Weil wenn A6 kommt, spielen wir B6. Was kommt auf A6? B6. Also ja, genau. Ja, und wenn wir selbst A6 spielen, ist, glaube ich, das Problem, Springer C3, A4, B6 oder C5. Wobei, vielleicht auch nicht so schlimm. Okay, sollen wir Bauer E6 spielen? Ja, ich denke schon. Okay. Ja, aber es ist wieder eine unklare Entscheidung. Da bräuchte man quasi jetzt viel Zeit, weil es ist so eine komplizierte Stellung. Soll man A6 spielen oder nicht und so? Aber Rapid Party hat man die Zeit nicht. Ja, also Springer E5 müssen wir nehmen, denke ich. Ja, genau, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm für uns. Genau, das nehmen wir. Turm schlägt. Und dann. Springer E7, F5. Ja, Springer E7, Springer D7. Danach. Okay, wir haben auf jeden Fall schöne Vorpostenfelder, würde ich sagen. Ja, das ist eine interessante Stellung. Er hat natürlich auch, wir müssen immer auf Läufer A3 aufpassen, aber der F4 hängt halt zurzeit noch. Ja, F4 ist echt ein schwacher Bauer. Denkt, also für mich wirkt es komisch, was Weiß gemacht hat, diese zwei Tempi in den A-Bauern zu stecken. Glaubst du, es wäre besser gewesen, wenn Weiß sich entwickelt hätte? Ja, aber die Frage ist, wie? Ich denke, es macht sogar. Macht schon ein bisschen Sinn, was er gemacht hat. Jetzt Springer A4, Springer C5 als Idee vielleicht. Ja, genau, genau. Das denke ich auch. Das ist wahrscheinlich seine Idee. Ja. Springer wahrscheinlich E7. Trotzdem Springer E7, ja. Müssen wir eigentlich machen. Wir haben keinen anderen Plan. Und wenn der Springer auf C5 landet. Ja, das könnte schon ein bisschen unangenehm sein, aber ja. Sollte man verteidigen können irgendwie. Ja. Nicht so extrem stark bewertet. Tobi, du spielst in 2 Wochen in Budapest ein EM-Turnier, oder? Ja, das ist richtig, ja. Da spiele ich One Week heißt es. EM-Turnier in Budapest. Sehr interessant. Hab schon einmal dort gespielt, das war aber ein bisschen, es war First Saturday hieß das. Es ging ein bisschen länger, aber ja, bin gespannt, was es diesmal wird. Damals habe ich tatsächlich meine erste EM-Norm in Budapest gespielt. Okay. Okay. Schlagen, Läufer schlägt E7. Sieht so aus, als ob wir hier nicht genug haben. Ja, Dame C7, oder? Ein einziger Zug. Dame C7, weil, warum nicht Dame D7? Wegen Weil du das dann. Fühlt sich falsch schon. Ja, finde ich auch. Nur, also weil du meinst, einziger Zug, da, okay, nur. Läuft ja auch voll in Tempi auf C5 rein.
Okay, A6, ist nicht so gut, oder? Ja, ich weiß nicht. Kann sein, dass nicht so gut ist. Er hat ein paar Vorteile, ein paar Nachteile. Was ist ein Vorteil für Bauer A6 in der Stellung? Das ist uns sehr limitiert. Das heißt, in jedem Endspiel, also ist unser König auf C8 schwächer. Das ist so ein Punkt, warum man A6 spielt. Das ist ein langfristiger Vorteil für Weiß. Nicht direkt ersichtlich, aber sagen wir, es tauschen sich sehr viele Figuren. Es gibt, denke ich, offene Linien für die Türme. Dann ist der König etwas schwächer. Und der A7-Bauer auch schwach. Genau, das ist der Punkt, genau. Nachteil ist natürlich, er hat jetzt das C5-Feld nicht mehr für Springer genau. 4. Springer 2. Deswegen dachte ich, Das Problem im Schach ist halt immer dasselbe. Es ist immer quasi sehr unklar zu sagen, was jetzt gut ist und was schlecht. Und das ist auf jedem Level immer so. Egal, wie gut man ist. Okay. Er spielt es nicht schlecht. Wollte ich auch gerade sagen. Also dieses Läufer gegen Springer hier in der Stellung, glaube ich, hat schon Sinn ergeben. Ja. Ich glaube, wir haben in der Stellung Dame 7, Dame 5 als Idee. Muss man auch nicht spielen. Was will Weiß? C4 spielen? C4, ja, genau. C4 will er spielen. Okay, was machen wir mit unserem Springer auf F8? Das ist unsere schlechteste Leichtfigur, oder? Wir haben ja nur zwei, also. Ja, genau. Das ist ein bisschen die Frage. Ich würde den wahrscheinlich. Also, können eigentlich fast nur nach D7 damit gehen. Sollen wir den Zug direkt spielen? Nee, oder dann hängt G6. Okay, Dame F7, oder? Ja, genau, deshalb wollte ich Dame F7 spielen, um danach halt quasi dahin gehen zu können. Hm? Aber C4 da jetzt natürlich, dann ist ein bisschen die Frage, dann Springer D7 vielleicht. Ja. Nicht so. Okay, aber Weiß spielt schon stark so vom Gefühl her, habe ich. Also. Ja, auf jeden Fall, das ist gut gespielt. C4. Also, im Prinzip haben wir einen Läufer. Deswegen würde ich kurz überlegen zu nehmen, aber sieht schon nicht gut aus. Ja, ich glaube, nehmen ist zurzeit Dame schlägt ein bisschen unangenehm. C5 können wir nicht so richtig spielen. Man könnte, glaube ich, prophylaktisch König B8 oder so zum Beispiel spielen. Was? Dame F5 in dieser Stelle? Ja, dann, das habe ich auch überlegt, dann Dame C3. Weißt du, ob das vorteilhaft für uns ist? Dann C5, okay. Okay, aber sieht nach CD vielleicht auch gefährlich aus, da jetzt Richtung unseres Königs zu öffnen. Ja. Ich glaube, man könnte eventuell König B8 spielen und dann. Aber. Wir müssen auf unsere Zeit achten, deswegen. Also so, glaube ich, macht man nicht viel falsch. Turm 1 geht auch raus aus dieser Läuferdiagonale. Ja, er spielt das gut, also. Was soll ich sagen? F5, damit C3. Das ist eine Verbesserung und eine Verschlechterung. Ich würde sagen, eine Verschlechterung. Okay, C5 am Ende. Ah ja, okay, stimmt. Den gibt's wieder. Ja. Kannst probieren. Es gibt übrigens auch, ich will nur ganz kurz erwähnen, es gibt auch die Idee, hier E5 zu spielen. Sehr seltsamer Zug. Und dann Springer nach E6 zu positionieren, aber ob das gut ist, ist wieder eine ganz andere Frage. E5. E5. Was ist darauf der beste Zug? Ja, also auf alles, was da spielt, quasi Springer E6 war so mein Punkt, aber ja, das kann man wahrscheinlich spielen, aber ist unklar. Gefällt mir eigentlich gut. Sollen wir spielen? Dann machen wir das, ja, einfach. Bisschen geht ja sowieso Feuer. Nicht viel. Ja. Okay, auf Springer schlägt, Läufer schlägt. Ja, D ich glaube, Springer schlägt. Ja, sieht nicht so gut aus, ne? Okay, Bauer schlägt, ja, Springer 6. Genau.
Hübsch, hübsch, dass du da an E5 gedacht hast. Das ist ein Zug, bei dem ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so privat spiele, wäre ich drauf gekommen, aber auch nicht garantiert, aber hier während ich kommentiere, auf keinen Fall. Ich bin hier so eingeschränkt in diesen logische Züge okay. finden, die irgendwie Sinn ergeben. Ja, stark. Okay, also, Bauer schlägt, Turm schlägt, oder? Ich denke, Turm schlägt, ja. Okay, wir haben Aktivität. Ja, genau. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen das Spiel halt ein bisschen umkrempeln. Was spielen wir auf Dame E3? Läufer F8. Okay, jetzt kommt der hier. Ja, droht jetzt Turmschlag C6. Mhm. Man könnte aber hier Springer C5. Ja, Springer C5 hat er doch eingestellt fast, oder? Mhm. Plus Springer D3. Genau, spielen wir mal Springer C5, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir also danach besser stehen, aber... Ja, das ist nochmal die andere Sache, bin ich mir auch nicht sicher. Weil wir einen Bauer weniger, auch ein wichtiger Bauer, wenn wir uns so das Zentrum anschauen und wenn wir jetzt Springer gegen den Turm tauschen, von dem Turm merken wir erstmal nicht viel, dass uns der Springer fehlt schon, aber materiell sind wir dann auf jeden Fall vorne. Ich glaube, die Stellung war sowieso schwierig, also von daher... Ja, ein bisschen versuchen. Okay, wir können vielleicht auch überlegen, gar nicht. Okay, Turm schlägt. Schlägt, ja. Schlägt, genau. Okay, so gefällt es mir eigentlich fast besser. Für uns, oder? Weil jetzt ein Damenzug gekommen wäre. So, ja, ich dachte schon, dass das so schlagen sollte eigentlich. Okay. Auch. Können wir auf jeden Fall gleich danach analysieren. Was sollte ich frage mich, also ich versuche gerade die Stellung einzuschätzen und scheitere eigentlich daran. Ja, ich hatte gedacht, der spielt Springer ED4 wahrscheinlich. Warum nicht Bauer E6? Dann durch Dame 5, glaube ich. Sollte mich etwas entlasten vielleicht. Aha. Also Damen tausche ich, glaube ich, ganz gerne. Stellung. Und er öffnet damit auch den G7-Läufer. Also ich glaube, Springer ED4 sollten wir hier genau anschauen. Springer ED4, okay, wir müssen auch ein bisschen mit der Zeit arbeiten. Was spielen wir dann? Ich sehe den Zug Dame D5. Genau, und dann Dame G6. Okay, Turm D1. Ja. Was ist mit Dame schlägt D3? Turm D7 vielleicht? Ja, das sieht... Okay, unser Turm auf V8 ist arbeitslos. Wobei, naja, er deckt H4. Vielleicht muss man H4 auch gar nicht decken. Wie sieht's aus mit Turm F8? Um den. Ja, aber Turm F8 droht irgendwie nicht so wir viel. Wir hätten nur damit Springer ED4 nicht funktioniert, das war die Idee. Weil wenn der andere Springer zieht, funktioniert Turm schlägt E5. Das heißt, beide Springer könnten sich nicht bewegen. Aber ich weiß es auch nicht. Ja. Was ist mit Turm E8? Warte mal, können wir auf E5 nehmen? Dann? Hier? Nee, Turm E8. Ja, okay. Ja. Turm E8. Aber dann Springer D4. Welcher? ED4. Okay, C6 ist ein ernsthaftes Problem. Wie sieht's aus mit Turm D5? Da kommt vielleicht Bauer E6. Ja, Turm D5 habe ich mir auch angeschaut. Das ist alles schwierig. Dann kommt Springer ED4. Dann habe ich nicht genau gesehen, was ich da machen soll. Okay, jetzt der Bauer auf A6 auf jeden Fall gut. Also für Weiß. Der ist echt, macht Probleme. Wie sieht's aus mit Turm A5? Kommt wahrscheinlich E6 plus Turm D7. Ja. Oder wollen wir dieses Turm F8 irgendwie mal probieren? Das ist unklar, aber... Okay, Turm F8, also, E6. Dame F5? Dame 5. Ja, okay, let's go, Turm F8. Wir müssen irgendwas tun, aber... Krass, also spielt stark für die Zahl, habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Springer ED4. Springer ED4, okay. Dame schlägt F4. Springer schlägt C6 Schach. Können wir da König C7 spielen? Ich glaube, vielleicht können wir nehmen. Turm schlägt, Dame schlägt, Dame schlägt H2. Ja, aber... aber jetzt Dame F5, oder? Dame F5, ja. Oder läuft der Bauer durch? Nee, der läuft nicht weit. Sicher? Glaube ich. Achso, wir nehmen mit dem anderen Turm. Aha, okay, sorry. Wobei, nehmen? Wie nehmen wir zurück? Mit C, oder? C-Turm. Oder E7? Mit dem Bauern. E7? Nehmen wir. Oder übersehe ich irgendwas? Turm E8, Turm D8 Schach. Ja. Ich glaube, wir verlieren, oder? Weil Bauer schlägt E7, Ende. Ja, ich glaube auch. E7, Turm C8. Können wir irgendwie tricksen? Okay, Bauer schlägt, ist forciert. E7, Turm C8. Ja, dann trotzdem Turm D8. Ungünstig. Und wenn ich noch irgendwas... Okay, krass. Ja, ich glaube, wir müssen mit dem Bauern schlagen, aber scheint komplett verloren zu sein. Okay. E7, ich sehe gar nichts. Turm E8, ich auch nicht. Turm D8 Schach, König zieht. Frist. Hat er sehr gut gespielt einfach. Also, ich glaube, wir haben jetzt keinen extrem offensichtlichen Fehler gemacht. Krass. Völlig an die Wand gespielt. Bin gespannt auf die Genauigkeiten in dieser Partie. Aber ich glaube, wir können aufgeben, oder? Ja, ich denke auch. Ja, okay. Stark. Krass. Ja. Null Fehler, null Patzer, null verpasste Möglichkeiten und trotzdem verloren. Für uns? Ja. Ich dachte mir, die Partie kann nicht so schlecht gewesen sein, aber irgendwie hat er einfach extrem stark gespielt. Krass. So, nun zur Analyse dieser Partie. Erstmal, Tobi, was sind deine Gedanken? Ich bin ganz schön geplättet, auch jetzt, wo ich so die Statistik sehe hinter dem. Wir haben keinen einzigen Fehler gemacht, laut chess.com, trotzdem verloren. Ja, was soll ich sagen? Es sieht etwas anrüchig aus, er hat 98% Genauigkeit. Natürlich sehr stark gespielt. Aber man kann natürlich auch so gut spielen, ich weiß nicht, wer das ist. Von daher will ich da auch keine Vorteile oder so machen. Ich denke, ja. Einfach an mit Analyse, oder? Ja. Okay, also, wenn man sich das so anschaut, war die Eröffnungsphase sehr sau. Also, wir müssen keinen einzigen Zug von Weiß sozusagen analysieren, weil die waren tatsächlich alle sehr genau. Angriff. Wir haben schon mal durchgeschaut. Bei uns gibt es so ein paar Sachen, die man hätte besser machen können. Ich würde sagen, hier der erste wirklich kritische Moment ist der Moment nach König F2, wo wir da mit D6 gespielt haben, war auch ein bisschen meine Idee, weil ich so argumentiert habe, den Zug müssen wir sowieso spielen mit Turm E1. Hier hätten wir direkt Läufer G7 spielen können und dann hätte es, glaube ich, nicht so Probleme gegeben von der Entwicklung her, weil es auf den Zug Turm E1 Dame H3 gibt. Den habe ich nicht gesehen. Ja, irgendwie ist dann das Problem, dass diese G6, D3 Diagonale, wo er dann die Dame hingestellt hat, etwas schwach wird, wenn die Dame auf D6 ist. Und wenn sie irgendwie auf H3 ist, dann kann sie vielleicht mal nach F5 oder so. Vielleicht ist das die Idee, sowas in der Art. Aber... Ja. Okay, und dann nach Dame D6 war es, glaube ich, haben wir unser Bestes gegeben. Besonders spannend ist der Zug, den du mir auch gerade in der Analyse schon gesagt hast, den du am krassesten fandest, so zu finden, nämlich hier an dieser Stelle den Zug B3. Warum findest du das so sozusagen so krass? Ja, B3 ist eine sehr starke Idee. Also ich habe den, ich weiß, hast du an diesen Zug gedacht in der Stellung? Was ich kenne diese Art von Stellung nicht. Ich dachte, es ist relativ logisch, aber ja. Ja,
Ich hätte eigentlich fest mit so einer, was wie Springer C3 gerechnet. Also ich denke, das ist also einfach entwickeln. Ja, B3, man kann schon spielen, aber wäre nicht meine erste Intuition gewesen. Aber kann man spielen. Also auf jeden Fall ein starker Plan, weiß in der Stellung. Und hier ist unsere Stellung wirklich schon schwierig. Nach Springer C3, Springer E7. Laut Engine steht schon 1,5 Bauern schlechter, was sehr viel ist. Nach Läufer A3 auch hier wieder Top-Move, A6, B6 und Läufer schlägt E7, Dame schlägt E7. Und hier haben wir dann auch schon gemerkt, wie schwierig unsere Stellung ist. Wir haben dann noch versucht, Dame F7, guter Zug, mit E5 irgendwie die Stellung unklar zu machen. Aber auch das hat Weiß wirklich komplett zerfetzt. Und hier ist eine richtige Analyse gar nicht so richtig möglich, würde ich sagen. Also da stehen wir nämlich schon total schlecht. Ja, hast du noch eine spannende Stellung hier zu analysieren? Man könnte noch darauf eingehen, bei Springer C5, als wir diesen Zug gespielt haben, hat der Turm schlägt C5 gespielt. Das war auch tatsächlich dann der einzige Gewinn. Also das fällt noch eine interessante Stellung, vor allem weil der Computer oder das Analyse-Tool hier bei mir so ein Doppel-Ausrufezeichen gibt. Das ist vielleicht noch interessant, dass trotz der Qualität weniger wir komplett auf Verlust stehen. Ja, krass. Also hier Turm schlägt Quali gegen Bauer, aber die weißen Figuren wären alle monsterstark und unsere sind es nicht. Ja, also ich fand es eine coole Partie. Ich glaube auch für die Zuschauer ist sehr, sehr spannend, wie wir hier mal so richtig zerfetzt werden. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, falls euch dieses Format gefallen hat. Abonniert den Kanal. Kleiner Hinweis, der Tobi, der gibt auch Schachtraining, nur so als kleinen Tipp. ja, ihr habt Kontakt. Ja, könnt einfach, wenn ihr dann Interesse habt, auf meinen Schachmatt.tv/Tobi auf mein Profil gehen, da steht alles Wichtige eigentlich drauf. E-Mail-Adresse für Anfragen auch unten. Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag. Ciao. Auch von mir danke und ciao.